Hey, bist du irre? Oh, Scheiße. Jetzt hast du den Arsch voll, oder was? Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Was soll das denn? Nur für alle Fälle. Einen schönen guten Tag. Hallo, helfen Sie. Allgemeine Verkehrskontrolle. Der Typ, der will mich entführen. Er hat mich mit Rausch gepumpt und vergewaltigt. Erst merken Sie einen, dass man mit Ihnen wegfährt und wenn es dann soweit ist, dann sind Sie selbst. Hier, er hat mich sogar gefesselt. Haben Sie Kinder? Und hier, einen Revolver hat er auch, sehen Sie? Das sehe ich. Ja, aber er hat einen. Durchsuchen Sie ihn doch. Ich weiß, dass er einen hat. Das ist gut. Zu beneiden sind Sie nicht gerade. Wie weit müssen Sie noch? Münster. Na ja, dann gute Fahrt. In Zukunft kannst du abhauen, so viel du willst. Ist mir scheißegal. Soll ich deinen Vater einen anderen Idioten suchen? Mein Adoptivvater. Von mir aus auch Adoptivvater. Ich jedenfalls mach das nicht mehr. Oh, du hast ihn doch! Ich hab's gewusst! Du bist das so ein Arschloch! Das ist dein Gefühl! Ihr rennt mit der Schild! Pass auf da! Sein? Das weiß ich nicht. Ehrlich. Sagen Sie ihr das mal. Ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht mehr. Als wir sie damals zu uns genommen haben, da lebte meine Frau noch. Und jetzt? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Reden Sie mit ihr. Die Kleine mag sie, glauben Sie mir. Und warum haut sie dann immer wieder ab? Wenn Sie den Hund von der Kette lassen, dann wird er auch erstmal neugierig rumstreuen. Aber er kommt immer wieder zurück. Der Raben Altanja ist 16. Ja. Das haben Sie sich verdient. Was gibt's da so blöd zu gucken? Sieh lieber zu, dass du mit deiner Arbeit fertig wirst. Ich brauch dich auf dem Feld. Ich verstehe ja selbst meinen eigenen Sohn nicht. Und er ist bald 30. Bastelt von morgens bis abends an seinen Schrottkarren herum. Und der Opfer kommt. Vielleicht bin ich ganz einfach zu alt. Na? Haben Sie den Alten glücklich gemacht? Ich habe meinen Job gemacht, sonst gar nichts. Was für ein Job? Babysitter. Ihr Vater hängt eben an der Kleinen. Jedenfalls mehr als an seinem eigenen Sohn. Was mit Ihrem Wagen? Soll ich den wieder flott machen? Der wird schon reichen, wenn er wieder fährt. Dann sind wir uns ja einig. Hey! Das müsste reichen. Komme ich denn jetzt zurück in die Stadt? Ich habe sowieso noch was in der Stadt zu erledigen. Schöne Stücke haben Sie hier. Das sind meine Babys. Hau ab, Mann! Raus aus meinem Wagen! Ja. Wenn Sie zu sehr unter Druck stehen, ich kann auch den Bus nehmen. Schon okay, ich bin froh, wenn ich da mal rauskomme. Sie mögen sich nicht sonderlich, Sie und Ihr Vater.
Es will einfach nicht in seinen Dickschädel, dass mir der Hof am Arsch vorbeigeht. Wenn es nach mir ginge, ich hätte ihn längst verkauft. Aber Ihr Vater will nicht. Er ist ein Bauer und er bleibt ein Bauer. Ich glaube, er würde sich eher umbringen. Wovon wollen Sie leben? Was glauben Sie, was der Hof bringt? Hm? Gerade jetzt. Der hat ja ein Spitzenangebot. Sowas kriegt er nie wieder. Aber mich fragt er ja nicht. Aber wäre das der ideale Platz für einen kleinen Autohandel, Tankstelle und Spezialwerkstatt für Oldtimer? Da draußen? Abwarten! Ich habe jedenfalls keinen Bock, den Bauern zu spielen. Und den Knecht schon gar nicht. Wie teuer sind Sie als Schmuggler? 300. Mhm. Pro Tag, plus Spesen ohne Erfolgsgarantie. Naja, für manche Leute mache ich es eben billiger. Vor ein paar Wochen tauchte so eine Frau bei uns auf. Tolle Klamotten, schicke Frisur, so ihr Alter etwa. Naja, vielleicht ein bisschen jünger, egal. Jedenfalls ist der Alte seitdem ordentlich verändert. Andauernd telefonieren die miteinander. Ich habe ihn den Lach gefragt, aber der Sturhund sagt ja nix. Und? Na was und? Irgendwas geht da ab und ich möchte gern wissen was. Aber ist doch klar, dass ich mir Sorgen um meinen Vater mache. Und um ihr Erbe. Ich mache Ihnen einen Sonderpreis. Beschatten ist meine Spezialität. Der Herrin kann ich alleine. Aber dazu müsste ich das Weib erstmal finden. Finden ist meine andere Spezialität. Gibt's denn irgendwas Auffälliges an der Dame? Sie fährt so einen blauen SLK mit Münchner Kennzeichen. Ist ja immer ein etwas. Also, was ist? Ich überleg's mir. Bücherladen haben Sie auch? Falls Sie mal was brauchen. Haben Sie auch einen Kicker? Sie wissen ja jetzt, wo Sie mich finden. Ist klar. Was den Wagen betrifft, da... Der fährt morgen wieder. Ich fordere Sie hiermit zum letzten Mal auf. Lassen Sie mich rein oder... Oder was? Sie behindern mich bei der Ausübung meiner Pflichten. Das sind ja schöne Pflichten. Hinter dem Rücken der Leute ihr Eigentum aus dem Haus tragen. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Das dürfen Sie, aber kriegen tun Sie nicht. Können Sie mir wenigstens sagen, wann der Dienstag zurückkommt? Kann ich nicht. Können Sie es? Wenn es so ist, dann später mal wieder. Das ist eine gute Bursche. Kommen Sie später noch mal. Sie bringen sich... Hier kommen Sie auf jeden Fall nicht rein. Georg, endlich. Tag. Herr Wilsbeck, mein Name ist Sprink, Vollziehungsbeamtin der Stadt Münster. Sie schulden der Stadt wegen nicht bezahlter Strafmandate 820 Mark und 30 Pfennig, zuzüglich Mahnkosten und Zinsen. Sollten Sie nicht zahlungsfähig oder zahlungswillig sein, bin ich berechtigt zu pfänden. Naja, will ich schon, aber nicht fähig. Außerdem sehe ich nicht ein, dass ich vor meinem Laden nicht parken darf. Aber... wenn Sie mit einer ersten Rate von 30 Pfennig. Bitte. Tun sich keinen Zwang an. Herr Wilsbeck, ich nehme eine Taschenpfändung vor. Holen Sie bitte alles heraus, was Sie bei sich tragen. Zur Selbstverteidigung dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ist das alles? Sie können sich gern selbst überzeugen. Ja, Herr Wilsberg. Wenn die Sache so ist, betrachten Sie bitte den gesamten Laden hier als gepfändet. Außerdem muss ich Sie bitten, persönlich bei uns vorzusprechen. Sollten Sie nicht kommen? Dann. Auf Wiedersehen. Ist das eine Drohung? Aber nein, Herr Wilsberg. Ein Versprechen. Manchmal tickst du nicht richtig. Mann, jetzt einfach prinzipiell. Ich habe keine Lust. In einer Viertelstunde habe ich Stadtratssitzung, also komm. Her mit dem Autoschlüssel. Das
ein kleines Problem. Du hast mein Volvo verkauft. Nein, ich habe ihn nur zur Inspektion gebracht. Wieso, da war er doch erst letzte Woche. Ja eben, man kann nicht vorsichtig genug sein. Und wie soll ich jetzt da hinkommen? Klau dir ein Fahrrad. Ja. Ines hat angerufen. Welche Ines? Welche Ines? Ines. Ja, Ines, Ines. Deine Ines. Meine Ines. Meine Ines! Sag mal, heißt das, sie ist in der Stadt? Was weiß ich? Na ja, was hat sie gesagt? Was wollte sie? Sag schon. Ist ja gut, lass doch klingeln. Und dann hat sie gesagt, was sie... Nein, sie meinte nur... Jetzt geht er endlich ran. Ja. Ja doch. Ines. Mensch. Das ist eine Überraschung. Nee, hat er nicht ausgerichtet. Tschüss. Dante. Klar, schaffe ich. Hallo, Ines. Georg. Oh, Tag, Herr Droste. Du kennst mich noch? Ach, wo Sie von jeder Plakatwand runterlächeln. Ja. Also, ich muss dann jetzt. Hat mich gefreut, Sie wiederzusehen. Für Sie immer noch du. Mein bester Schüler. Was hätte alles aus ihm werden können? Ich bin zufrieden. Privatdetektiv. Also dann, wir sehen uns sicher noch. Auf alle Fälle. Brauchen Sie meine Stimme bei der Wahl? Ja, ich bin sicher, Sie schaffen das auch ohne mich. Tut mir leid, wenn ich gestört habe. Nein, wir haben uns rein zufällig getroffen. Schön, dass du gekommen bist. Du siehst wunderschön aus. So wie damals. Hast dich überhaupt nicht verändert. Jahre habe ich nichts von dir gehört. Ich habe oft daran gedacht, mich zu melden, aber du weißt ja, wie das ist. Aus den Augen, aus dem Sinn. War auf jeden Fall ein ziemlich starker Abgang. Von heute auf morgen schmeißt du die Schule und bist weg. Willst du nicht drüber reden? Jetzt nicht. Keiner aus der Klasse hat was gewusst. Deine Eltern haben auch nichts erzählt. Das ist komplizierter, als du denkst, Georg. Warum erzählst du nicht einfach was von dir? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Hast du Kinder? Vielleicht. Ihr Männer macht's euch mal leicht. Entschuldigung, war ein dummer Scherz. Lebst du allein oder gibt's da jemand? Jedenfalls nichts Festes. Bei meinem Job. Bei deinem Job? Was wolltest du da immer? Die Guten vor dem Bösen beschützen. Es gibt kaum noch Gute. Ich habe das Gefühl, die sterben allmählich aus. Wovon lebst du dann? Schlag mich so durch. Alte Bücher, Babysitten. Babysitten. Jetzt mal im Ernst. Gibt's bei dir sowas? Familie? Ich lebe allein.
Wo? Wovon? Wie? Du kannst es nicht lassen. Liegt mir halt im Blut. Ich lebe in München und seit der Scheidung musste ich mir auch lange Zeit keine finanziellen Sorgen machen. Bin zufrieden. Warum bist du zurückgekommen? Willst du etwa zurück nach Münster? Nach Münster? Ja. Nein. Muss noch was erledigen. Was erledigen? Nichts Wichtiges. Und dafür bist du zurückgekommen? Ist eine alte Geschichte. Warum hast du angerufen? Aus alter Freundschaft? Mehr nicht. Ist das nicht genug? Du warst das begehrteste Mädchen der Schule. Menschen waren alle hinter dir her, wie... Besonders du. Du hast nicht nachgegeben. Das hat mich schon beeindruckt. Aber geholfen hat's auch nicht. Oh, das stimmt ja nicht so ganz. Na, du bist trotzdem weg. Am Anfang dachte ich, es ist wegen Hinz. Hast uns ja oft genug gegeneinander ausgespielt. Jetzt ist er ein erfolgreicher Anwalt. Hast du ihn hier schon besucht? Du kannst es nicht lassen. Hinz war eine miese Ratte. Das ist er heute auch noch. Kannst du dir mal aussuchen, was du machst? Ich glaube, wir müssen doch. Darf ich dich einladen? Beim nächsten Mal bin ich aber dran. Falls es ein nächstes Mal gibt. Kann ich dich mal irgendwo hinfahren? Nee, danke, ich laufe. Tja. Ich bringe dich noch zum Wagen. Das nenne ich Karriere. Vom Pauker zum Stadtrat und dann Bürgermeister. Na, noch ist das nicht. Ich weiß nicht, in Münster muss man entweder spießig sein oder korrupt. Auf jeden Fall katholisch. Sag mal, hättest du das gedacht, dass unser Klassenlehrer Droste, dass er politische Ambitionen hat? Wie haben wir den noch genannt? Das war schön, dich zu sehen. Schönes Auto. Aus München. Ja. Was ist? Ines, was willst du wirklich von mir? Ich rufe dich an. Ganz bestimmt. In 16 Jahren? Vielleicht habe ich sogar einen Auftrag für dich. Tschüss. Ja. Naja, wer ist denn da? Tanja. Tanja? Tanja wer? Ich, Tanja. Ach so. Naja, wo bist denn du? Bitte, kannst du kommen, bitte? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte, ich bin hier auf dem Hof. Heute Morgen hat der Karl Hermann und sein Vater gefunden. Bitte, komm, bitte. Langsam, Tanja, langsam. Was ist mit deinem Vater? Der ist tot. Fass nichts an, warte, bis die Polizei kommt. Ich bin unterwegs. Wohin glaubt mich, hätte meinen Alten umgebracht? Was? Erinnern Sie sich an die Tussi, von der ich Ihnen erzählt habe? Die mit dem Benz? Und? Suchen Sie sie! Die hat irgendwas damit zu tun! Ich zahle auch Ihr verdammtes Honorar! Was ist denn mit dem Wagen?
hallo, Gea. Lange nicht gesehen. Na, wo hast du dich denn rumgetrieben? Ha? Was ist denn mit Rabenalt? Sein Sohn hat ihn angeblich heute Morgen gefunden mit gebrochenem Genick. Er soll die Treppen runtergefallen sein. Was machst du heute Abend? Warum nimmt er den Sohn dann mit? Na, nur weil es auf den ersten Blick aussieht wie ein Unfall. Der junge Rabenalt hat ein faustdickes Motiv, den Alten die Treppen runterzuschubsen. In den Hof? Also nochmal, was machst du heute Abend? Na, also gut, dann eben nicht. Ach, sag mal, was machst du eigentlich hier? Hey. Was heißt hier hey? Ich ermittle in einem Todesfall, der ist die Frage doch wohl berechtigt. Ich wollte meinen Wagen abholen. Seit wann hast denn du einen Wagen? Mannis Wagen. Sag mal, hältst du mich ernsthaft für verdächtig? Natürlich. Natürlich nicht. Was ist denn mit diesem Mädchen? Tanja? Ist ein bisschen verwirrt, hat sich versteckt. Soll sich das Jugendamt drum kümmern. Ich muss jetzt weg. Wann weißt du mehr? Warum soll ich dir das sagen? Aus alter Freundschaft. Aus bitte was? Aus alter Freundschaft. Morgen. Anna. Also gut. Heute Nachmittag in meinem Büro. Tanja? Tanja? Komm, ich muss mit dir reden. Tanja, komm, sind alle weg. Hey, mach keinen Scheiß. Ich komm nur, wenn du mich mitnimmst. Stellst du dir das überhaupt vor? Weißt du, wie das passiert ist? Was? Ja, dass er sich zu Tode gestürzt hat. Du glaubst doch nicht etwa, dass er sich selbst... Wer denn sonst? Karl Herrmann vielleicht? Der wäre ja selber bis auf die Treppe runtergefallen. Geliebt haben die beiden sich ja nicht gerade. Nee. Die hätten sich ständig wegen irgendwas in der Wolle. Aber das durfte man nicht so eng sehen. Was wollen wir denn hier? Ich wohne hier. Na klasse. Was hast du nur erwartet? Ein Schloss? Buchverkäufer. Ist ja noch spießiger, als ich gedacht habe. Soweit ich mich erinnern kann, hast du dich selbst eingeladen. Ist ja gut, ist ja gut. Oh, das mit dem Spieß nehme ich zurück. Hä? Hier sieht's ja noch 10-mal schlimmer aus als bei mir. Umso besser, dann fühlst du ja fast wie zu Hause, während ich weg bin. Ich beeile mich, falls du Hunger hast oder Durst. Ja. Vergiss es, ich komm mit. Du bleibst hier. Ich komm mit. Du bleibst hier. Herr Wilsberg? Du kommst mit. Steck das mal rein. Ja, und jetzt? Ja, spring! Was wollen Sie? Die interessieren sich für die Comics. Geradeaus.
Kannst du mir mal verraten, was wir eigentlich wollen? Ich? Du meinst, was ich hier will? Du wartest hier im Auto. Ja, das könnte dir so passen. Mach keinen Quatsch. Ich komm mit. Du bleibst hier. Ich will aber mit. Du bleibst hier. Ich fass es nicht. Ja, das wirst du jetzt sehen. Ausgerechnet Hinz. Was? Von allen Anwälten der Stadt sucht sich dein Stiefbruder ausgerechnet den aus. Wieso, kennst du den? Wir waren zusammen in einer Klasse. Hey, Wiesberg! Na, erstaunen Sie. Die Bullen mussten mich laufen lassen. Ah ja, freut mich für Sie. Eine Stunde hat der Spuk gedauert und die mussten klein beigeben. Sie hätten mal hören sollen, wie der den eingeheizt hat. Das ist mein Anwalt, darf ich vorstellen, Detlef Hinz. Wir kennen uns. Ach? Lange her, Nicht lang genug. Immer noch die gleichen Scherze. Hast dich ja gar nicht verändert. Du dich auch nicht, was man so hört. Man ist reifer geworden. Und reicher, nehme ich doch an. Ich spiele eben nicht mehr Räuber und Gendarmen im Gegensatz zu dir. Man muss Entscheidungen treffen im Leben. Du hattest ja schon immer was übrig für Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu dir? Es scheint dir ja tatsächlich zu genügen, für wenig Geld drittklassigen Affären hinterher zu spionieren. Du liest zu viel Kriminalromane. Wahrscheinlich, ja. Da gewinnen nämlich immer die Detektive. Gut, wir sind klar. Ich höre dann von Ihnen, ja? Gut. Worauf Sie sich verlassen können. Na wow, eine A8. So wünscht man sich seinen Anwalt. Das kannst du laut sagen. Und, sind Sie schon weiter? Sie wissen schon, die Frau mit dem blauen Benz. Ich bin dran. Bei der Gelegenheit. Wie wär's mit einem kleinen Vorschuss? Finden Sie erstmal die Frau. Das habe ich gesagt, Herr Herrmann war es nicht. Er ist trotzdem im Arsch. Glaubst du an einen Unfall? Erstmal glaube ich an gar nichts. Aber an die Frau mit dem Benz, daran glaubst du. Sag doch mal. Berufsgeheimnis. Leck mich doch, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da suche ich das Mädchen die ganze Zeit und du gockelst seelenruhig mit ihr hier rein. Du hast doch selbst gesagt, dass sie auf dem Hof nicht bleiben kann und irgendwer muss sich um sie kümmern. Aber doch nicht ausgerechnet du! Da ist ja, vielleicht warum? Auch mal. Nein! Los, geh da rein. Da rein, los jetzt. Ach, Overbeck, machen Sie mir mal eine Verbindung mit dieser Frau. Die vom Jugendamt. Mensch, denk doch mal an das Mädchen. Ich tu ja nichts anderes. Ja, dann lass ihr auch Zeit. Okay. Aber dann bist du mir für sie verantwortlich, klar. Hast du mitgekriegt, dass wir den Bruder haben laufen lassen? Ich habe ihn gerade getroffen, zusammen mit diesem Rechtsanwalt. Ach, das findest du auch merkwürdig, dass ein erfolgreicher Anwalt so einen Bauerntöpel vertritt. Nee, ich finde es eher merkwürdig, dass ein biederer Bauernsohn sich von so einem dubiosen Winkeladvokaten vertreten lässt. Na, immerhin hat er ihn rausgeholt. Das war aber auch nicht besonders schwierig. Der hatte doch überhaupt nichts gegen den in der Hand. Hey! Lass das liegen! Ach, irgendwo müssen wir ja anfangen. Na, wie wär's zum Beispiel mit der Leiche? Wie wär's zum Beispiel mit der Frau im Benz? Ja, die muss ich erst mal finden. Also, das heißt, du weißt, wo und wen du suchen musst. Du verheimlichst mir was, Georg. Traust du mir das zu? Oh doch, ja. Du hast ja bisher auch nicht viel rausgelassen. Was ist mit der Untersuchung? War es Selbstmord oder nicht? Ich mach den Vorschlag. Wir gehen aus, trinken ein Bier zusammen. Ich werde vielleicht gesprächig. Und was ist denn mit dem Mädchen? Du hast doch gesagt, ich soll... Sie kommt in 15 Minuten vorbei. Ihre Aussage ist verwertbar. Vielen Dank. Sie können gehen. Sagen Sie mal, ist das nicht das Mädchen, das ich die ganze Zeit suchen sollte? Was für ein Mädchen? Na? Mann! Ich will jetzt endlich mal wissen, was mit der Frau und dem Auto los ist. Es ist... Komm mir nicht wieder mit Berufsgeheimnis oder so im Scheiß. Anscheinend ist da irgendwas dran, sonst wird sie mich nachher suchen. Es kann sich bei ihr auch um Hirngespinst seines Stiefbruders handeln. Ach komm, anscheinend hat sie ja wohl irgendwas mit dem Tod von meinem Vater zu tun. Adoptivvater. Na und? Er war für mich wie ein Vater. Wenn man seine eigenen Eltern nicht kennt, wird man bescheidener in dieser Hinsicht. Jetzt steig endlich ein. Außerdem habe ich Hunger. Ich glaube, hier ist es. Ah, natürlich auch der blaue Benz. Du bleibst im Auto. Ah, mir schlecht.
Guten Tag. Tag, Frau Köppen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Natürlich, du bist. Sie sind doch der Georg. Wilsberg. Genau, Ines und ich waren in einer Klasse. Wir haben uns gestern getroffen und ich würde gern noch mal mit ihr reden. Ach, das tut mir leid, Ines ist nicht da. Und ich weiß auch nicht, wann sie wiederkommt. Ach, ich dachte, der Wagen steht in der Einfahrt. Und war das die Frau? Nein. Dann haben sie dich beschissen. Ach, woher willst du das wissen? Wenn du mal deinen Detektivblick ganz unauffällig nach da oben schweifen lässt, da hat uns nämlich eine Frau die ganze Zeit beobachtet. Was willst du jetzt machen? Jetzt nerv mich nicht mit deiner ständigen Fragerei. Krieg ich eine Cola? Ich denke, dir ist schlecht. Ja, jetzt aber nicht mehr. Die Stärkung der Region durch Verbesserung der Infrastruktur ist ein wichtiger Baustein unserer Politik zur Erhaltung der alten und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Und nur der jugendlichen Borniertheit unserer alternativen Abgeordneten scheint es zu entgehen, welche Signalwirkung der Bau der neuen Umgehungsstraße haben wird. So was war mal mein Klassenlehrer. Na, viel gebracht hat es ja nicht. Na, Wieden auch. Früher hat uns das genaue Gegenteil verklickert, aber wie das so ist, heute ein linker Morgen Stinker. Also, die Arbeitsmarktpolitik des Kandidaten Drosten in allen Ehren. Aber er sollte endlich anfangen, Arbeitsplätze mit anderen Mitteln zu schaffen, als durch den Bau von noch mehr Straßen, für noch mehr Verkehr, mit dem Ergebnis von noch mehr Manni. Zerstörung unseres ökologischen Gleichgewichts. Manni, jetzt red nicht so geschwollen, komm mal her. Entschuldigen Sie bitte, das privat, dringend. Moment. Willst du mich politisch ruinieren? Das hier ist meine Pressekonferenz. Weiß nicht, was das heißt. Nö. Na, also, da sollst du. Ich kämpfe hier um das Wohl dieser Stadt. Ach. Ja. Was willst du dort? Kannst du sie bei dir aufnehmen? Tanja. Manni, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will mit deinen beruflichen Dingen nichts zu tun haben, ja? Mir reichen schon deine privaten. Ist doch nur für ein paar Tage. Nein! Wer garantiert mir, dass nicht morgen schon die Polizei bei mir auf der Matte steht? Oder das Finanzamt, oder... Oder die Presse, wenn sie erfährt, dass du zwei politisch verfolgten Asyl verweigert hast. Das würde sie tun? Hm. Also, hört mir mal gut zu. Von euch beiden lasse ich mich nicht erpressen, ist das klar? Schon vergessen, dass ich für Sie arbeite? Seit gestern Abend nicht mehr! Also, verschwinden Sie! Karl Hermann, hören Sie auf! Machen Sie sich nicht unglücklich! Ich habe gute Nachrichten. Aber ich nicht! Die Frau im blauen Benz. Ich habe sie gefunden. Ich scheiße auf die Alte und ihren Benz! Bringen Sie mir lieber das Mädchen! Welches Mädchen? Welches Mädchen? Tanja! Verdammte Göre hat mich um mein Erbe betrogen! Darauf gekommen. Ich wusste, dass der Alte immer Bargeld im Haus hatte. Also habe ich alles abgesucht. Dabei habe ich das Papier hier gefunden.
Eine Testamentsabschrift. Vor kurzem angefertigt. Sag ich doch, wenn ich die Kleine zwischen die Finger kriege. Das ist doch Blödsinn. Tanja hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Das ist der letzte Wille ihres Vaters. Er wird schon seine Gründe gehabt haben. Ich bin sein einziger Sohn. Das Mädchen hat er bloß adoptiert. Jetzt vermacht er den Löwenanteil vom Erbe und ich kann mich mit dem popligen Rest begnügen. Ihr Vater hing an dem Mädchen mehr als an Ihnen. Aber warum? Ich hab doch nichts getan. Eben. Kann man denn gar nichts dagegen machen? Fragen Sie auch Ihren Anwalt. Wie ich ihn einschätze, kennt er eine Menge schmutziger Tricks. Gottes Willen. Wenn der Wind von der Sache kriegt. Wieso? Was hat Hinz damit zu tun, hä? Vor ein paar Wochen ist Hinz mit seinem Schlitten hier plötzlich aufgetaucht. Hat versucht, dem Alten den Hof und das ganze Land abzuschwatzen. Ach. Hat ihm eine Stange Geld geboten. Viel mehr, als es eigentlich wert ist. Und Ihr Vater, was hat der gesagt? Na, was wohl. Ausgeschmissen hat er ihn. Aber Hinz hat nicht locker gelassen, er ist immer wiedergekommen. Irgendwann hat er halt gemerkt, dass er bei einem Alten nicht weiterkommt. Bei Ihnen Schützenhilfe geholt. Ja. Er hat halt gemerkt, dass ich mit diesem ganzen Scheiß hier nichts zu tun haben will. Das hat er sich doch eine Kleinigkeit kosten lassen. Woher wissen Sie das? Ich kenne Hinz. Er weiß, wie man Leute ködert. Und bei Ihnen ist das ja auch nicht allzu schwer. Blattschuss. Wie auch immer. Genutzt hast es wahrscheinlich nichts, hä? Wenn der erfährt, dass ich nur einen kleinen Teil erbe. Wieso? Ich habe mit Hinz einen Vertrag gemacht, dass ich an ihn verkaufe, wenn ich einmal erbe. Und dafür auch im Voraus kassiert. Hm. Haben Sie das der Polizei erzählt? Bin ich bekloppt? Wenn der Tod Ihres Vaters kein Unfall war, gibt es vielleicht noch jemand anders, der ein Motiv hatte, ihn umzubringen? Sie meinen... So rein, Herr Hinz hat eine Besprechung. Das stört mich nicht. Aber ihn vielleicht. Wenn Sie nun mit ihm sprechen wollen, müssen Sie erst einen Termin haben. Dann notieren Sie 10.20 Uhr, mein Name ist Wilsberg. Georg Wilsberg. Hey, Moment, Moment, Moment. Ich hoffe, ich störe nicht. Es tut mir leid, Herr Hinz, aber er ließ sich einfach nicht aufhalten. Ich habe ihm gesagt, dass Sie in einer Besprechung sind. Ach so, ja, ja, der Herr Wilsberg ist ein alter Freund von mir. Lassen Sie, das ist schon in Ordnung. Georg, was willst du trinken? Kaffee? Bringen Sie ihm doch einen Kaffee, bitte. Ich brauche euch nicht vorzustellen, oder? Ich nehme an, du bist hier, um alte Erinnerungen aufzufrischen? Oder ist er die alte Geschichte? Detlef vertritt mich. Was kann ich denn für dich tun, Georg? Ich denke, du hast einen Grund, hier einfach so reinzuplatzen. Ich komme gerade vom jungen Rabenalt. Was machst du bei Rabenalt? Ach, du kennst ihn? Ines, ich denke, wir beide haben doch alles besprochen, oder? Ich rufe dich wieder an, das wird das Beste sein. Ja, natürlich. Ich halte dich auf dem Laufenden. Dankeschön, danke sehr. Karl Hermann sitzt mit einer Flinte am Fenster und schießt auf alles, was sich bewegt. Ach, ist er besoffen? Jetzt nicht mehr, deswegen befürchte ich, dass er den Nächsten trifft. Und warum tut er das? Tja, warum? Er hat durch einen kleinen Zufall erfahren, dass nicht er, sondern Tanja Haupterbin ist. Und dass er nur den Pflichtteil bekommt. Ach ja, das war vorauszusehen, ja. Ach. Und darum gibst du ihm satten Vorschuss auf sein Erbe? Der hat mich um ein Darlehen gebeten. Und das ist alles. Am besten wird es sein, ich rede mal mit ihm. Auf mich hört er nämlich. Das glaube ich nicht. Wieso? Weil er wegen dir diesen ganzen Zirkus veranstaltet. Er hat die Hosen gestrichen voll. Wegen mir? Ach, wegen dem bisschen Geld? Das wäre doch lächerlich, oder? Findest du?
Du machst mit Karl Hermann einen Vertrag, dass er, wenn der Alte stirbt, das gesamte Land an dich verkauft. Und kaum ist der Vertrag unterschrieben, ist der Alte tot. Findest du das nicht ein bisschen merkwürdig? Wie darf ich das verstehen? Heißt das, du willst mir unterstellen, dass ich mit dem Tod des alten Rabenmalt was zu tun habe, oder wie? Karl Hermann ist auf den Gedanken gekommen. Und übrigens, warum du so sehr an dem Land von dem Alten interessiert bist, finde ich auch noch raus. Soll das eine Drohung sein? Nein, ein Versprechen. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich glaube dir kein Wort. Taxi? Ich weiß, du warst mehrmals auf dem Hof beim Rabenmalt. Ich weiß nicht warum, aber du warst da. Und dann treffe ich dich bei Hinz. Ist doch kein Zufall. In welche schmutzigen Geschäfte zieht Hinz sich da rein? Er ist mein Anwalt, sonst nichts. Ines, warum sagst du nicht einfach, was los ist? Was hattest du bei Rabenmalt zu suchen? Warum willst du das wissen? Ich mochte den Alten. Seine Tochter auch. Das ist nicht seine Tochter. Was geht denn dich das an? Taxi, hallo. Ist ja gut. Ist das Mädchen noch auf dem Hof? Wollte ich jetzt an Tanja ranmachen? Du hast keine Ahnung. Gutenbergstraße. Jupp. Kann ich mal telefonieren? Mann hat eine Mark. Kann Menschen sich grundsätzlich ändern oder bleibt man der, der man immer schon war? Manni, geh ran. Fahren Sie doch lieber zum Rathaus. Ist es nicht merkwürdig, wenn jemand nach langen Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt, nur um angeblich alte Freunde zu besuchen? Nö. Fahren Sie bitte da vorne ran. Ich muss nur noch schnell Zigaretten kaufen. Ja, klar. Gleich wieder da. Die Rollis hätte ich gern. Haben Sie sowas wie einen Hinterausgang? 3,95. Draußen warten ein paar unangenehme Kerle auf mich, deswegen eine Frau, verstehen Sie? Tut mir leid, bei mir ist Nichtraucher. Und die Fahrt ist noch nicht zu Ende. Wollen Sie sowas öfter? Und Sie? Tag, Herr Droste. Ach, Wilsberg. Können wir fast ein Klassentreffen veranstalten. Was meinen Sie? Ich meine Ines Köppen. Über was haben Sie neulich mit ihr so heftig diskutiert? Neulich? Ach ja, es war reiner Zufall. Wir haben uns auf der Straße getroffen. Und haben sich über alte Zeiten unterhalten. Tja, ich muss dann. Machen Sie es gut. Ach Herr Droste, ich habe da noch eine Frage an Sie als Klassenlehrer. Meinen Sie, Ines und Hinz hatten damals was miteinander? Also, was ist jetzt mit meinem Geld? Ja, doch. Also, ich nehme mir jetzt mal so eine Laugenbrezel. Das ist doch unglaublich, was Droste da plötzlich durchziehen will. Wozu brauchen wir in Münster noch eine Umgehungsstraße? Das Ganze stinkt doch zum Himmel. Als ob die Luft nicht schon genug verpestet ist. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ach,
Warum denn? Um die verdammte Vetternwirtschaft. Droste will mit seiner Umgehungsstraße die Unternehmer dick und fett machen. Also jetzt wirklich, schießt ihr übers Ziel hinaus. Nur weil der Droste für den Bau ist, muss man ihm noch lange keine Korruption unterstellen. Bitte. Was sonst? Eine Umgehungsstraße, die keine Sau braucht, wenn er keinen Vorteil davon hat. Wer denn sonst? Bisher war Droste immer korrekt. Unser Gegner, aber korrekt. Und woher glaubst du, kommt dann plötzlich ihr Sinneswandel? Also, damit man sich falsch verstummt. Auch ich bin gegen die Umgehungsstraße, ja? Hinten einstellen. Aber bitte, mit demokratischen Mitteln. Ja. Sag mal, wo ist mein Volvo? Komm, wir gehen in dein Büro. Hey. Ist Tanja noch bei dir? Was? Und warum? Na, wo ist sie dann? Wo soll ich das wissen? Ihr schießwütiger Bruder glaubt, dass sie ihn um sein Erbe betrügt. Außerdem macht er Geschäfte mit Hinz und Hinz traue ich alles zu. Okay, okay. Willst du mir die Dame nicht mal wenigstens vorstellen? Hm? Rita. Die Rita, der Mann, der Mann, die Rita. Tja. $20. 20 Mark? Ihr Freund hat gesagt, Sie zahlen. Ich? Seit wann stehst du auf? Das sind doch Handschellen, oder? Halt einfach den Mund und zahl. Ist ja egal. Komme ich eigentlich dazu, dein Privatvergnügen zu bezahlen? Ist das die neue Umgehungsstraße? Sicher. Wer kennt alles diesen Plan? Wenige. Und so soll es auch bitte schön bleiben, ja? Kann Hinz ihn kennen? Welcher Hinz? Detlef Hinz, der Rechtsanwalt. Ach so, der. Da kein Ratsmitglied ist nicht. Aber Droste kennt ihn. Ja, logisch. Ich brauche noch mal 20 Mark. Du kannst einen wirklich nerven. Hier wird glücklich. So, Rita. Diesmal zahle ich im Voraus. Ines? Hallo, Kleiner. Ines! Scheiße. Was machen Sie hier? Thank you.
Wann kann ich raus? Morgen. Morgen? Guten Morgen. Naja, ist ja gut. Also wann? Georg. Du dringst widerrechtlich in ein Haus ein. Wir finden dich neben einer ehemaligen Freundin. Der wurde kurz vorher der Schädel eingeschlagen. Was würdest du da sagen? Schlechtes Timing. Witzbold. Na, glaubst du mir etwa nicht? Ob ich dir glaube oder nicht, ist vollständig unerheblich. Setz dich. Ich hab die ganze Nacht gesessen. Setz dich. Nenn mir einen Grund, warum ich Ines hätte umbringen sollen. Verschmähter Liebhaber? Anna, jetzt bestrafst du mich aber für meine Vergangenheit. Junge, 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 du kannst von Glück sagen, dass die Taxifahrerin dein Alibi bestätigt für die Tatzeit. Abgesehen davon, mein Lieber, ich hätte auch ohne dich herausgefunden, dass du dieser Dame mal sehr nahe standst. Jetzt werd mal nicht privat. Also pass auf. Wir spielen ab sofort mit offenen Karten. Hör zu. Um 3 Uhr kriege ich den Obduktionsbericht. Um 4 Uhr treffen wir uns im Café vorm Schloss. Und bis dahin hältst du dich zu meiner Verfügung. Verstanden? Klar. Ach, übrigens. Wo ist denn Tanja? Wie ist mein Manni? Da ist sie nicht. Taxi gefällig? Sag mal, wo warst denn du? Ich hab auf dem Hof übernachtet und hab dir was mitgebracht. Also, was ist? Fahren wir? Du hast doch überhaupt keinen Führerschein. Aber ich hab den Schlüssel. Also entweder ich fahr oder du läufst. Ines hat mir beteuert, dass sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Und warum habe ich ihr nicht geglaubt? Dann wäre sie vielleicht noch am Leben. Also gut, der Hinz macht mir Insiderwissen aus dem Rathaus, Grundstücksspekulation. Vielleicht. Aber deswegen ist er nicht gleich auch noch ein Mörder. Hinz ist ein Schwein, der schreckt vor nichts zurück. Beweise. Mann, Beweise sind aber voll langweilig. Was hatten Hinz und Ines miteinander zu tun? Ines hat von einer alten Geschichte gesprochen. Klingt nach Leiche im Keller. Das war euch Politiker ja nicht ungewöhnlich. Ich kann es nicht mehr hören. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Politiker sind alle korrupt. Politiker fressen auch kleine Mädchen. Nicht alle Politiker sind korrupt, Manni. Aber der eine oder der andere. Besonders wenn er Dreck am Stecken hat und erpressbar ist. So. Meine Lieben, jetzt schaut her, was ich euch Leckeres gezaubert habe. Meine bitte mit Thunfisch und Paprika. Ignoranten. Du siehst, ich habe die Chance nicht genutzt. Ich bin noch in der Stadt. Dir traue ich jede Gemeinheit zu. Ich hätte gern Kaffee in eine Tasse. Ja, bring sie ruhig ein Kännchen. Also. Hast du noch eine Zigarette für einen alten Freund? Aber klar, mein Liebling. Hast du was gehört über die neue Umgehungsstraße für Münster? Am Rande. Warum?
Detlef Hinz kauft heimlich Grundstücke. Ist ein Millionengeschäft, wenn die Trassenführung so verläuft, wie er erwartet. Aber dazu braucht er Hilfe aus dem Rathaus, ja? Genau. War sehr interessiert an dem Grundstück vom alten Rabenalt. Der Alte wollte nicht verkaufen, der Junge wollte. Wenige Tage später war der Alte tot. Ines war mehrfach bei Rabenalt. Jetzt ist sie auch tot. Und ihm hat dieser Hinz seine Finger im Spiel. Langsam, langsam, Georg. Rabenalt ist nicht ermordet worden. Er starb an einem Schlaganfall. Aber Ines ist ermordet worden. Der ist nicht gesichert. Der Obduktionsbericht zeigt nur, dass sie geschlagen wurde. Sie hat ein angebrochenes Nasenbein. Aber der Schlag war nicht die Todesursache. Vermutlich ist sie durch den Schlag so gestürzt, dass sie sich dabei das Genick gebrochen hat. Danke. Wusstest du, dass deine Ines einen Kaiserschnitt hatte? Was? Ines hatte eine Kaiserschnittnarbe. Das heißt, Ines war schwanger. Bingo. Wann? Ach Gott, woher soll ich das wissen? Die Narbe ist auf keinen Fall neu. Wie alt? Wird uns noch der Gerichtsmediziner sagen. Ines hat ein Kind. Kann man das finden? Wenn es denn ein Kind gibt. Das Kind kann bei der Geburt gestorben sein. Es kann zur Adoption freigegeben worden sein, was weiß ich. Sicher ist nur, dass die beiden nicht zusammengelebt haben. Du bist nicht zufällig der Vater. Verstehe. Du wärst es gern gewesen. Wann ist die Beerdigung? Übermorgen. Die Familie wünscht kein Aufsehen. Ich übrigens auch nicht. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dass die Seele deiner Dienerin Ines, die aus dieser Welt geschieden ist, durch dieses Opfer gereinigt und von Sünden befreit, Verzeihung und ewige Ruhe erlangen. Durch unseren Herrn. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Im Kreuz und des Herrn Jesus Christus ist die Auferstehung und das Heil. Friede sei mit dir. Entschuldigen Sie, ich möchte mit Ihnen reden. Ihr aber nicht mit Ihnen. Herr Köppen, ich verstehe Sie ja. Na, dann ist es ja gut. Ich will Ihnen doch nur helfen. Auf Ihre Hilfe können wir verzichten. Ich bin genauso daran interessiert, dass der wahre Mörder von Ihnen gefunden wird wie Sie. Gefunden ist er ja noch nicht da, wo er hingehört. Hinter Schloss und Riegel. Glauben Sie wirklich, ich hätte Ines umgebracht? Sie dringen in mein Haus ein. Und ich überrasche Sie neben der Leiche meiner Tochter. Was also soll ich Ihrer Meinung nach glauben? Was würden Sie an meiner Stelle glauben? Frau Köppen, Sie kennen mich doch. Warum helfen Sie mir nicht? Ich habe doch nur eine Frage. Anneliese, bitte. Warum ist Ines nach Münster zurückgekommen? Was wollte sie hier? Was wollte sie bei Rabenalt? Es war schon geschmacklos genug, hier auf der Beerdigung zu sein. Versuch mir was zu sagen. Jetzt lass wenigstens die Familie in Ruhe. Du dich doch daraus. Hat es was mit dem Kind zu tun? Lassen Sie uns in Ruhe. Ines hat ein Kind, das weiß ich. Pardon. Da kann ich gar nicht hingucken. Dann guck auch nicht hin. Wenn ich den zwischen die Finger krieg.
Dann nimmst du lieber die andere Hand. Die kannst du nämlich fürs Erste vergessen. Was lässt sich auch mit dem Hinz ein? Bei solchen Typen ziehst du doch sowieso immer den Kürzeren. Das ausgerechnet du. Willst du etwa, dass er ungeschoren davonkommt? Nein, genauso wenig wie du. Nur ich bekämpfe die mit politischen Mitteln. Bin ich aber gespannt. Du? Nein, ich lese. Was denn? Der Plan von der Abschaffung des Dunkels. Hä? Der Plan von der Abschaffung des Dunkels. Worum geht's denn? Heimkinder in Dänemark. Ah ja. Schon beworben? Arschloch. Wie wär's denn mal mit Schlafen? Ich bin nicht müde. Gibst du mir was zu trinken? Ist Wodka. Bist ja schon wie Karl Herrmann. Ich bin nicht so ein Idiot. Wenn du ein Idiot wärst, wär ich nicht hier. Wie lange noch? Wie lange war's? Ja, Manni wird nicht ewig auf dem Sofa schlafen wollen. Geh ich halt wieder nach Amsterdam. Meinst du, da vermisst du deine Eltern nicht? Es gibt so einen beschissenen Kalenderspruch. Wohin man auch geht, man nimmt sich selbst immer mit. Stimmt. Ne? Ist echt beschissen. Sag ich doch. Was ist denn jetzt mit Schlafen? Singst mir was vor? Bist du irre? Bitte. Hey, ich schlaf mit dem Lied besser ein. Ich kann nur ein Lied. Reicht doch. I want some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest girl in town. We had a little quarrel the other day. Hope those pretty flowers take her blues away. I want some red roses for a blue lady. Bitte zerquetschen Sie mir die andere Hand nicht auch noch.
Ines war damals noch so jung. Ich brauche Ihnen ja wohl nicht zu sagen, was das heißt. Besonders hier in Münster. Für meinen Mann ist eine Welt zusammengebrochen. Seine Tochter schwanger. Um uns allen die Schande zu ersparen, hat er sie aus der Schule genommen. Im Ausland hat sie das Kind zur Welt gebracht. Wir haben es sofort nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Ist Ines zurückgekommen, um ihr Kind wiederzusehen? Die ganzen Jahre hat sie sich nicht um das Kind gekümmert und dann auf einmal... Ich glaube, dieser Hinz hat ihr geholfen, sie zu finden. Ein Mädchen? Ja. Und hat Ines ihre Tochter wiedergefunden? Auf dem Hof von Rabenwald. Wer ist Tanjas Vater? Mehr kann ich Ihnen nicht dazu sagen. Morgen. Wo ist denn Tanja? Mit dir rede ich nicht mehr. Wo ist denn jetzt schon wieder? Sag mal, was denkst du eigentlich dabei? Wobei? Dabei. Malst du mir einfach die Wände voll? Ach so, das. Wo ist denn jetzt Tanja? Morgen besorgst du mir eine neue Tapete. Ja. Und dann machst du das ganze Zimmer hier picobello neu. Ist das klar? Ja, ist klar. Aber was ist mit Tanja? Tanja? Hab ich rausgeschmissen. Du hast was? Die hab ich rausgeschmissen. Schon vorm Frühstück zieht ihr über meine Partei her. Ihr seid genauso spießig und korrupt wie die anderen alle. Und so ein Schwachsinn, das müssen wir wirklich nicht anhören. Vorm Frühstück. Ines hat ein Kind. Und zwar eine Tochter. Und weißt du, wer die Tochter von Ines ist? Hör auf. Genau, Tanja ist die Tochter von Ines. Deswegen war Ines so oft bei Rabenalt. Hinz hat das wahrscheinlich eingefädelt. Er hat Rabenalt gedroht, dass Tanja zu ihrer richtigen Mutter zurückkommt, wenn er nicht verkauft. Nach Rabenalts Tod wollte Ines nicht mehr mitmachen und Hinz hat sie wahrscheinlich... Kannst du gar nicht beweisen. Das mit Tanja hat mir Ines Mutter bestätigt. Sie hat nicht gesagt, wer der Vater ist, aber ich bin sicher, es ist Hinz. Ich werde ihn überführen und du wirst mir dabei helfen. Ich habe einen Termin. Kann ich nicht verschieben. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich gebe dir einen guten Rat. Lass die Finger davon. Kümmere dich um meine Tapete. Manni, ich meine... Du kannst jetzt nicht einfach weg. Aber ich muss weg. Ich muss das mit dir besprechen. Das hast du ja jetzt. Ende der Besprechung. Und für einen guten Freund wirst du doch wohl 5 Minuten Zeit haben. Und genau die 5 Minuten hast du an meine Tapete verschwendet. Tschüss. Mensch, Manni, das mit der Tapete, das ist scheiße gelaufen. Tut mir leid. Okay. Also, wenn du Schwierigkeiten hast, dann... Ich bin in der Fraktion. Ruf mich an. Na, wie denn? Telefon. Gib mir eins. Okay. Aber denk dran, ist teuer. Zahlt auch deine Partei. Anna, hier ist Wilsberg. Ihr müsst Hinz verhaften. Naja, Verdacht auf Totschlag. Oh Mensch, nur vernehmen bringt doch nichts. Fahr ich eben selber hin. Mensch, glaubst du, mir fällt es leicht, dem Mädchen zu erklären, dass seine Mutter tot ist und dass ihr Vater unter Verdacht steht, ihr Mörder zu sein? Bullen. Tanja! Was ist, wenn meine Mutter ist? Ich erklär's dir.
bleib da stehen, ich schieße. Ist doch gar nicht geladen. Geh da rein. Geh da rein. Jetzt? Du sollst da reingehen. Wilsberg, was für eine angenehme Überraschung. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Keine Ausflüchte mehr. Diesmal ist es ernst. Das sag ich doch. Steig mal, den Kerl. Ja, komm, steig ein. Perfektes Timing. Hinz hat bei uns angerufen. Tanja ist mit einer Pistole bei ihm aufgetaucht. Scheiße. Und du hast das Mädchen auf Hinz gehetzt und mein Halsin erschossen. Ich habe sie auf niemanden gehetzt. Sie hat erfahren, dass Hinz ihr Vater ist. Aber Hinz ist nicht Tanjas Vater. Das konnte er Tanja beweisen. Schwarz auf weiß. Ach. Hinz muss Unterlagen von Ines haben, die irgendwelche Hinweise geben auf Tanjas wirklichen Vater. Und mit diesen Unterlagen hat er jemanden in der Hand, der ihm nützlich ist. Kann ich mir bitte jemand aufklären? Anna, ich weiß, wo Tanja ist. Dreh um. Tanja, bitte. Er ist dein Vater. Ich weiß. Und ich weiß auch noch mehr. Na los, sag's! Ich wollte das nicht. Ehrlich. Ines hat mir gedroht, sie würde alles aufliegen lassen. Unser Verhältnis damals. Das Kind. Alles. Ich wäre erledigt. Ich habe nur einen Moment die Nerven verloren und habe sie geschlagen. Sie ist gestürzt. Ich wollte ihr helfen, aber sie war schon. Ich wollte das nicht. Tut mir leid. Das tut mir so leid. Thank you.
fahren. Was passiert denn jetzt mit Droste? Körperverletzung mit Todesfolge. Es gibt 3-4 Jahre, denke ich. Na, hatte deine Ines nun was mit dem Hinz? Ach, oder niemals. Es ging nur um Geld. Hinz sollte Ines dabei helfen, bei Droste abzukassieren, damit sie weiter geheim hält, dass Tanja seine Tochter ist. Hinz wusste das und hat Droste versucht, unter Druck zu setzen, wegen der Grundstücke für die Umgehungsstraße. Droste sollte sicherstellen, dass die Straße wie geplant gebaut wird. Ja und? Wird die Straße gebaut? Sie wird gebaut. Zwar nicht über Raben als Hof, aber sie wird gebaut. Ist Bestechlichkeit im Amt nicht mehr strafbar? Ja, das habe ich nicht gesagt, aber auch wenn Drostes Stimme jetzt fehlt, das heißt noch lange nicht, dass für den Bau plötzlich keine Mehrheit mehr da wäre. Ach. Ich dachte, ihr hättet die Sache gekippt. Ja, du verstehst doch gar nichts von Politik. Komm, mein Süßer, ich fahr dich nach Hause. Nee, komm mit mir. Du wolltest doch noch renovieren, oder? Ah! Entschuldigung. Danach brauche ich erstmal einen längeren Urlaub. Also als erstes klebst du den ganzen Raum hier fein säuberlich ab. Plastikplane. Dann fängst du an zu tapezieren, wenn es geht auf Stoß. Ja. Abtropfgitter, Pinsel, Farbe. Aber bitte nicht zu dick auftragen. Und zum Schluss sauber machen. Tschüss! Ach, tu mir einen Gefallen. Wenn du mit allem fertig bist, ja? Ich bin in der Fraktion. Ruf mich an. Geschlossen. Beachtlich. Ich habe ihm gesagt, er kann auf dem Hof wohnen bleiben und kriegt auch einen Teil von dem Erbe ab. Aber nur unter 3 Bedingungen. Erstens? Erstens, ich krieg das größere Zimmer. Zweitens, er muss mit dem Trinken aufhören. Was kriege ich denn, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre? Drittens, er muss mir alles über seine Autos erklären. Ich gehe dann sozusagen bei ihm in die Lehre. Verstehe ich. Und du? Willst du wirklich mit dem Rauchen aufhören? Kommt drauf an. Okay. Du hörst mit dem Rauchen auf. Und? Und was ist mein Vormund? Ich dein Vormund. Ja? Was verdient denn so ein Vormund? Gar nichts. Aber ich bezahle deine Schulden. Weißt du, wie hoch meine Schulden sind? Ist doch egal. Aber wir können es auch anders machen. Ich werde Teilhaberin in deinem Laden. Hört sich gut an. Naja, und eigentlich musst du ja auch nicht unbedingt in der Stadt wohnen, oder? Sondern? Ach du, auf dem Hof sind noch jede Menge Zimmer frei und die frische Landluft tut dir sicher gut. Hof fegen und Stall ausmisten. Das war schon immer mein Traum. Hey. Mach mal ein bisschen Musik.